Süßigkeiten in der Nähe der Eltern zu essen ist eine schlechte Idee. Ihr müsst einen Weg finden, eure Snacks anders zu verstecken. Mh, das ist so gut! Aber aus irgendeinem Grund, jedes Mal, wenn Jenny und Piper einen Snack genießen, taucht der Vater auf und macht alles kaputt. Jetzt müssen sie auf die Snacks verzichten. Und langweiliges Obst und Gemüse essen. Aber sobald der Papa von den Töchtern wegguckt, sind sie gleich wieder dabei, das Süße auszuleben. Kalte Milch trinken ist so schön. Hm, sie schmeckt köstlich. Natürlich, wenn man einen leeren Milchbeutel nimmt, mach eine Öffnung da rein und entferne vorsichtig das Plastik. Jetzt kannst du stattdessen eine Limo reinstellen. Deshalb schmeckt die Milch nicht wie Milch. Und es sieht aus, als hätte Papa rausgefunden, was passiert ist. Oh, er darf also zuckerhaltige Getränke genießen, aber wir nicht. Schokolade auf der Couch essen, während man fernsieht, ist das Beste. Oh oh. Aber wir müssen uns verstecken. Papa wird die Spur finden. Es ist eigentlich sein Geheimversteck. Aber es sieht aus, als hätte Dads Versteck keinen Erfolg. Die Mädchen müssen alles tun, was ihre Eltern sagen. Schaut, sie versuchen sich gesund zu ernähren. Piper hackt kaum an den Salatteller rum. Aber Jenny macht nicht grundlos Gesichter. Weil ihr Teller voll ist mit Marzipanspaghetti und Schokoladenfrikadellen. Die dekorative Minze sieht aus wie Basilikum. Hm, ich bin mir nicht so sicher mit dieser Fusion. Ketchup auf süßes Essen? Ugh. Die Mädchen sehen gelangweilt aus. Es ist der perfekte Zeitpunkt für Karate-Moves. Oh oh, die Lampe zu treffen könnte ernste Folgen haben. Da ist ein geheimes Süßigkeitenversteck drin. Aber ehrlich gesagt, Dad stört sich nicht an eine Überraschung wie dieser. Hm, was sucht Piper in der Küche? Wahrscheinlich Süßigkeiten. Aber natürlich, hier ist Nutella. Wie kann sie es verstecken, damit sie es essen kann, ohne erwischt zu werden? Nimm einfach einen Apfel. Dann schneide die Spitze ab und höhle es aus. Jetzt kannst du Nutella reinlegen. Dann deck es mit der Spitze ab. Fertig! Niemand wird es nur erahnen, was da drin ist. Hoffentlich bemerkt Papa die Schokolade auf meinen Zähnen nicht. Arme Jenny! Ist sie so hungrig, dass sie dazu übergeht, Dreck aus dem Blumentopf zu essen? Wahrscheinlich nicht. Denn dieser Schmutz ist was Besonderes. Nimm den Blumentopf, zerbrösel Oreos und schütte sie in den Topf. Gib jetzt Mousse Schokolade obendrauf. Und noch eine Schicht von Oreo-Krümeln. Verwende einfachen Kopfsalat, um den Schmutz abzudecken. Und während Papa nicht hinsieht, könnt ihr essen, was im Blumentopf ist. Oh, hi Papa. Was wird geschehen? Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, lauf einfach weg. Und Papa kann den Salat essen. Und ihn jagen. Mit einem Getränk direkt aus der Gießkanne. Diese Familie ist so seltsam. Wenn Papa in der Küche ist, besteht immer ein großes Risiko, dass er unsere geheimen Snacks findet.
wie diese Konservendosen mit Essen. Eine von ihnen ist eindeutig nicht wie die andere. Piper hat solche Angst, dass sie erwischt werden könnte. Aber Gott sei Dank passiert nichts. Was könnte sie in dieser Erbsendose versteckt haben? Lass uns nachsehen. Nimm eine Dose. Öffne die Unterseite. Leere alles aus und schütte die Süßigkeiten rein. Dann machst du den Boden wieder rauf und machst es zu. Jetzt haben wir ein tolles Versteck für Süßigkeiten. Es sieht so aus, als ob Papa heute wirklich müde ist. Ach, er schläft schon. Wovon träumt er? Oh nein, das ist ein Albtraum. Hier sind überall Süßigkeiten. Ich kann nicht entkommen. Phew. Zum Glück war das nur ein Traum. Aber auf der Couch liegt ein Blatt. Wo kommt es her? Sich als Sportfans auszugeben und gleichzeitig Süßigkeiten essen? Einfach. Zuckergürtel sind perfekt dafür. Und hier ist Papa. Ah, Mädels, feuert mein Team an. Toll gemacht. Okay, wir können uns entspannen. Anscheinend ist der Ball eine Sonderanfertigung. Da sind Süßigkeiten drin. Dad hat nicht mal bemerkt, dass unsere Pompons essbar sind. Sie herzustellen ist super leicht. Nehmt ein Blatt Alufolie und wickelt sie um einen Marker. Jetzt nehmt den Süßigkeitengürtel und verwendet eine Schnur, um sie am Griff zu befestigen. Mehr Alufolie obendrauf. Und jetzt die Lieblingsmannschaft anfeuern. Ups, und sind die Süßigkeiten ausgegangen. Papa ist wieder da. Diesmal können wir nicht austricksen. Geht auf euer Zimmer. Phew, wenigstens haben sie mir was übrig gelassen. Papa? Das ist keine Schlagsahne, das ist Rasierschaum. Okay, okay. Rasieren in der Küche ist eine seltsame Idee. Besonders, wenn eine Kelle und ein Tablett benutzt wird. Sieht aus, als ob die Familie voller Geheimnisse steckt. Und Piper isst Süßigkeiten aus einem Behälter mit Gesichtscreme. Hier ist der Rettungsanker von Jenny. Versteckt Essen im Wäschekorb. So kannst du essen und wirst nicht erwischt, bis Dad seine eigene Wäsche nicht auf den Haufen legt. Natürlich mache ich das, Papa, keine Sorge. Jetzt ist es das Wichtigste, an das versteckte Essen zu kommen. Aber Piper sucht auf der falschen Seite. Alles, was sie findet, sind Socken ihres Vaters. Jetzt ist der Appetit ruiniert. Es ist so schwer, um 6 Uhr morgens Energie zu haben. Und hier ist Papa mit seinen ekligen Haferflocken. Ugh. Aber wenn man ein Bonbon-Armband trägt, kann man sich einen guten Morgen wünschen. Aber Papa findet, Gemüse ist ein gesünderes Frühstück. Er isst den Haferbrei selbst. Natürlich. Aber Piper wird sich zwingen müssen, Gemüse zu essen. So viel zu den süßen Haferflocken. Was passiert jetzt, Papa? Und Töchter. Alle vergehen, ihre Süßigkeitenverstecke zu plündern. Hoffentlich sieht es niemand. Aber Geheimnisse bleiben nie lange geheim. Wow, was für eine Überraschung. Vielleicht sollten wir zusammen Süßigkeiten essen? Musstest du schon mal Süßes vor deinen Eltern verstecken?
Liked dieses Video, abonniert unseren Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video von TromTromTrick verpasst.